So, es hat gerade geklingelt, die Post war da. Und mal schauen. Da ist es. Mein Handpen. Habe ich mir jetzt bei Amazon bestellt. Amazon Prime. Hat den Vorteil, man kann es gleich wieder zurückschicken, wenn es nicht stimmen sollte. Und ist natürlich wesentlich günstiger als so Edelteile. Ist mir lange überlegt. Aber es ist letztendlich kein Risiko dabei. Und jetzt probieren wir es mal aus und werden es auspacken. So, ein ziemlich großes Paket, wie man sehen kann. Sehr klar. So eine Handpen ist ja auch groß. Und ja, was steht da? Irgendwo sah ich Made in China. Aber das glaube ich auch anzunehmen, dass die alle in China gemacht werden. Und jetzt gucken wir mal einmal Messer. Die Schachtel nicht kaputt machen, falls wir es doch zurückschicken müssen. Das würde mich schon sehr ärgern, weil die Bewertungen waren sehr unterschiedlich bei Amazon. Die einen haben geschrieben super, voll zufrieden, die anderen haben natürlich geschrieben, boah, voll der Schrott. Und ich habe mal zwei Videos angehört, wo ich es gehört habe, was einer gespielt hat, der es auch kann. Ich glaube, dass es auch mit Sicherheit für die Anschlagstechnik macht. Es kaufen sich eher Anfänger solche wie Handpans. Und wenn du da nicht richtig anschlägst, dann klingt es natürlich gleich von Anfang an kacke. So, Deckel ist auf. Und jetzt schauen wir mal rein in das gute Teil. Und da oben ist schon mal der Rucksack. Finde ich cool, dass der mit dabei ist. Und den schauen wir uns nachher noch genauer an. Und da ist die Handpen. Und ich sag's euch, ich bin jetzt total gespannt, ob die was taugt oder nicht. Ich meine, dass die nicht super klingt oder wie ein Profigerät für 2000 Euro, ist mir schon klar. Aber sie sollte wenigstens ein bisschen klingen und die Stimmung halten. Ich habe sowas noch nie gespielt. Ich spiele ein bisschen Gitarre und habe letztens im Wald jemanden spielen hören und habe mir gedacht, wow, ist das geil, das möchte ich auch mal. Haben jetzt natürlich einen Haufen YouTube-Videos reingezogen. Habe mir eine D-Curt gekauft, obwohl lieber hätte ich eine D-Celtic gehabt, aber die gab es leider nicht zu diesem Preis. Also da bist du dann schon. Ich habe jetzt keine günstige gefunden. Die waren alle D-Curt, das ist ja auch die häufigste Stimmung. Und ja, jetzt holen wir sie mal raus und schlagen sie mal an. Sie gibt schon mal was. Mal nochmal wiegen, was sie hat. Die teuren haben so um die 4-5 Kilo rum. Wird es wahrscheinlich auch sein. Also hier sieht man sie. Und ja, schaut. Ganz ordentlich aus. Ich kann jetzt auch nicht viel sagen, weil ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Also das klingt schon mal ordentlich. So ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Ich merke gerade, passt die. Das ist die hohen Töne. Ja.
Der ist krass hier. Fazit, ich finde es jetzt gut, muss ich ehrlich sagen. Richtig spannend wäre jetzt natürlich da noch eine. Also, das Ding hat jetzt. Richtig spannend wäre jetzt natürlich. Ich glaube auch, dass sie stimmt. Also, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die falsch ist. Ich höre zwar leider nicht so gut, aber also der ist wirklich, du musst da nicht fest drauf kloppen, sondern kurz. Ja, ich finde sie gut, für das Geld auf alle Fälle super. Toll wäre natürlich, es gibt das gleiche Modell von einer bekannten Firma, das so um die 900, 950 Euro rum kostet, die mal gegeneinander, auch in nitriertem Stahl, die mal nebeneinander laufen zu lassen. Aber für das, was ich will, vollkommen ausreichend. Ein bisschen meditativ spielen, Rhythmusgefühl ein bisschen stärken, vielleicht mit der Gitarre mal ein bisschen was zu machen. Also es ist ein Ständer mit dabei und kann ein Hocker sein. Nee, Quatsch. Ständer. Und natürlich das günstigste überhaupt und das Schallloch ist natürlich auch zu dabei, sehr klar. Aber wir gucken mal, ob das Ding was bringt. Ja, soweit so gut. Gut Races Handpan, die gehört für 300 Euro von Amazon. Ich finde, sie ist die Kohle wert. Und ich mache noch was mit Mikro dann, weil das ist jetzt einfach nur das normale Mikro von der GoPro. Und ja. Ich finde es cool.
Von mir ein Jahr. Ich werde sie auch behalten wahrscheinlich. Ich werde sie nochmal nachmessen, ob sie auch wirklich stimmt. Aber ich glaube schon. Teil. Freue mich. Jetzt geht's auf zum Üben. Bis demnächst auf diesem Kanal.